Ja, hallo, auch von mir. Wie schon gesagt, mein Name ist Dai Burenberg und ich hatte letztes Jahr die Möglichkeit, mein Pflichtpraktikum im Ausland zu absolvieren. Und ja, ich werde erstmal sagen, warum Kolumbien, dann vorstellen, wo ich war, beziehungsweise welche Unternehmen es in Kolumbien gibt. Dann ein Projekt, wo ich mitgeholfen habe, werde ich vorstellen. Ein paar Besonderheiten in Kolumbien auch aufzeigen und ein paar Reiseeindrücke geben. Genau. Warum Kolumbien? Man denkt oftmals erstmal an Drogen und was das ist, Kriminalität. Aber es hat sich in den letzten Jahren auch viel geändert in Kolumbien, also es ist nicht unsicherer als in anderen südamerikanischen Ländern. Und ich hatte einfach ein großes Interesse, nach Südamerika zu gehen, auch weil ich auch schon ein bisschen gereist bin. Und außerdem auch eine neue Sprache lernen wollte, ein bisschen vertiefen wollte, Spanisch. Ohne Spanisch kommt man auch schlecht in Kolumbien noch zurecht, also das Grundlagen sind schon hilfreich. Und was noch zufällig war, dass mein Chor eine Konzertreise nach Kolumbien geplant hatte und das hat irgendwie ganz gepasst und eine ehemalige Studentin, darum vielleicht auch berufliche Aussichten, arbeitet in einem Institut in Kolumbien, also hat ihren Weg dahin gefunden und sie hat mir eine ehemalige Studentin in der Beuth-Hochschule. Und sie hat mir so ein bisschen geholfen beim Praktikumsorganisieren und so weiter. Genau, wo lebte ich? Also ich war 5 Monate insgesamt da, 3 Monate davon habe ich gearbeitet. Und ich war von Juni bis August hatte ich in Bogotá, der Hauptstadt, die auf 2.000 Meter Höhe liegt und circa 8 Millionen Einwohner hat, also eine riesen Stadt. Und hier sieht man das auch in dem Bild, dass man einen Eindruck hat, wie groß und die Stadt ist. Ich hatte das Glück, dass ich eine Wohnung in der Nähe des Unternehmens gefunden habe, habe in einer kolumbianischen Familie gelebt und konnte dann mit dem Fahrrad quasi direkt zur Arbeit fahren. Dort hoch immer auf den Berg mit Fahrrad? Nein. dieser Berg heißt Monserrate und zieht sich so ein Gebirgszug quasi direkt an der Stadt entlang und es ist super zum ein bisschen Natur und eine Orientierung zu bekommen. Genau. Es gibt ein großes Institut halt auch mit Sitz in Bogotá, wo ich nicht gearbeitet habe, leider nicht, weil es nicht geklappt hat, weil kein Vertrag zwischen der Beuth-Hochschule und dem Institut halt besteht. Da arbeitet die ehemalige Studentin und das Institut ist für alle Karten in Kolumbien zuständig, bietet auch Studiengänge im Geobereich an, auch in Fernerkundung, also hat Geoinformatik und so weiter, hat auch so Forschungsprojekte und Forschungsgruppen, wo auch die ehemalige Studentin arbeitet und es wird auch sowas wie eine Intergeo in kleinen in Kolumbien auch veranstaltet, auch von diesem Institut, wo ich dann auch war, was auch in der Zeit war, wo ich da war, waren Vorträge und Workshops auch vom DLR zum Beispiel, weil es da auch gerade ein Projekt gibt. Also die Welt ist klein. Genau, ist vielleicht auch eine berufliche Aussicht, vielleicht manchmal auch im Ausland tätig zu sein. Genau. Ich hatte aber in dem Unternehmen gearbeitet, wo die ehemalige Studentin zuerst gearbeitet hat, als sie in Kolumbien angefangen hat und das Institut sich an den Geological Services und bietet Dienstleitung im geologischen Bereich an und ist sehr klein mit 20 Personen, wobei 2 im Bereich der Geoinformation irgendwie überhaupt tätig sind. Also so ein Eindruck von meinem Arbeitsplatz, alles Arbeitszeiten in Kolumbien sind ein bisschen, also in dem Fall länger, weil Kolumbianer arbeiten halt recht gerne. Ich hatte den Vorteil, dass ich einen englischen
Betreuer hatte, der einzige überhaupt im Unternehmen, der was anderes konnte außer Spanisch. Und ja, ich habe mit Ahmed Erdas Imagine gearbeitet. Genau, hatte ich zu tun. Und das ist jetzt, ich hatte verschiedene Projekte bearbeitet und ein Projekt war das Projekt Cundina Marca. Das ist einfach ein Gebiet in der Nähe von Bogotá, also da befindet sich ungefähr Bogotá. Das ist quasi, das ist eine Zusammenstellung von Spot-Satellitenbildern und das ist dann quasi die Klassifizierung bzw. Kartierung. Und an dem möchte ich ein paar Besonderheiten in Kolumbien in dem Gebiet vorstellen. Nämlich, dass, das habe ich hier aufgeführt, das ist ein sehr großes Gebiet, das was ungefähr der Größe von Mallorca entspricht. Dann die Geoinfrastruktur ist noch nicht so gegeben, wie es jetzt hier in Deutschland ist, sondern es wird alles ist erstmal Grundlagenarbeit, ist eine ganz andere Arbeit, könnte ich mir vorstellen dort. Und nur dadurch, dass es von der Höhenlage von 300 bis 4000 Meter geht, ist natürlich, sind alle möglichen Vegetationsformen auch und vertreten. Und eine Besonderheit ist eben auch, was fast nur in Kolumbien auch wächst, in den Anden, in hoher Höhe, das ist der Páramo. Und da hatte ich halt viel auch in meinem Unternehmen halt auch zu tun zum Schutz des Páramos. Und da gibt es halt auch einen Naturpark. Und Páramo ist nicht nur wichtig, weil es halt, weil die Pflanzen empfindlich sind und auch langsam wachsen, sondern auch, weil es halt der Wasserspeicher für Bogotá ist und deswegen die 8 Millionen Menschen aus dem Wasserhahn ohne Probleme trinken können. Und das ist natürlich ein großer Nutzen und darum ist das Gebiet auch sehr wichtig für Kolumbien. Genau. Generell Umweltaspekte haben in Kolumbien ein riesengroßes, sind sehr wichtig. Was passt, ja. Ja, jetzt am Schluss noch ein paar Reiseeindrücke. Das Land ist unheimlich groß und vielfältig und man kann das nicht. Ich habe ein paar Bilder jetzt hier durcheinander gewürfelt. Hier sieht man, wo ich hin war. Ich war ein bisschen im Central Columbia, bin ich rumgereist, bin ich in den Süden, in den Amazonas auch geflogen und dort ein bisschen unterwegs gewesen und war halt auch an der Küste, wo auch ein Küstengebirge ist, bis hin, also, und Kolumbien ist halt in der Hinsicht halt total faszinierend, weil es so unterschiedlich ist. Genau. Von hier Küsten über Piranhas am Amazonas, über Wüsten, über irgendwelche alten Kulturen, die noch ihre Hinterlassenschaften, über indigene Bevölkerung, über Kolonialstädte und Früchte, wo ich nicht mal alle in der Zeit geschafft habe, alle irgendwie durchzuprobieren, wahrscheinlich, weil ich immer wieder neu erfunden habe. Das ist ein Bild von einer Probe vom Konzert mit meinem Chor aus Berlin. Genau, und ja, gebe ich noch ein paar Eindrücke. Hier im Amazonas, Kaffee, alles mögliche, Kolonialstädte, also, und was aber schwierig zu vermitteln ist, aber was das Highlight ist von Kolumbien, ist, sind die netten Leute. Das ist wirklich so, die sind so herzlich und begegnen einen auf Augenhöhe und ja, das ist das größte Erlebnis oder die größte Erfahrung, die ich überhaupt sammeln konnte. Ja. Und ich möchte, wenn es möglich ist, auch meine Bachelorarbeit auch dort schreiben. Und ja, darauf freue ich mich schon. Ja, habt ihr noch Fragen? Ja, Trin? Wie waren denn so deine Eindrücke vom Arbeitsalltag? Also wie ist dort das Arbeitsleben gestaltet? Ist das wie in Deutschland, dass man von morgens irgendwann also feste Zeiten hat? Oder wie geregelt so? Wie kommt dann, wenn so ein Arbeitsauftrag reinkommt? Wie passiert das da? Also es ist ein bisschen laissez-faire, vielleicht in Deutschland.
zum Beispiel schon angefangen, wann ist der Arbeitsbeginn? Irgendwie war der auch nicht so festgelegt um 9 Uhr, 9.30 Uhr, sondern irgendwie alles sind so bis 10 Uhr irgendwie vielleicht eingetrudelt, je nachdem. Und ja, ich denke, das liegt auch viel an der Firma und der Führung auch. In meinem Unternehmen waren viele Studenten, die dann irgendwie noch ausgeholfen haben bei Projekten. Also 20 Personen haben dann vielleicht mal 5 Studenten vielleicht dann noch für mich geholfen. Und das Arbeitsklima, also es war erfahren sehr locker, sie haben viel gearbeitet, besonders in meiner Abteilung, wo ich gearbeitet habe, also haben sehr, sehr viel auch gearbeitet. Und ja, hat es die Frage beantwortet? Oder? Ein bisschen. Ich hab noch keinen Vergleich, darum kann ich das noch nicht so richtig beantworten. Sag mal, ja. Die Firma, das war eine Firma, ja? Also, oder war das mehr so eine Art? Das war eine Firma. Weil die kümmert sich um so Naturschutzgeschichten auch. In Naturschutzgebieten, die hat ganz vielfältige Aufgabenbereiche. Also auch, was in Kolumbien auch groß ist, Minen oder also Umweltstudien, Minen und noch viele andere Bereiche. Von staatlicher Seite? Praktische Sachen. Von staatlicher Seite engagiert dann oder wie funktioniert das? Teilweise, also staatlich, es können aber auch irgendwelche anderen also Minen, Unternehmen halt anfragen, ja. Oder es ist halt, und je nachdem werden dann halt projektmäßig dann halt auch Studenten dann irgendwie arbeiten dann irgendwie auch irgendwie mit. Ja. Ja, wie ist das immer in den Dokumenten gemacht? Das habe ich gedacht, dass es ich hab gedacht, es wäre ganz kompliziert und war dann auch hier in der Botschaft in Berlin und es ging dann alles irgendwie online und am Ende habe ich rausgefunden, ich brauche gar nichts. Also ich brauche irgendwie ein Schreiben von der Firma, dass ich halt irgendwie arbeite und wenn man nur 3 Monate da bleibt, dann braucht man halt nur dieses Schreiben, dann kriegt man halt so ein spezielles Visa und muss nicht extra dafür zahlen. Also zahlen dann nur ein bisschen halt, wenn man halt, weil ich halt länger als 3 Monate da blieb, aber ist auch nicht viel. Also das erleichtert. Also ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wie heißt die Studentin, die dort ist? Das kennt man. Das ist Sarah Weber. Okay. Sie hat Kartografie hier studiert. Mhm. Und wann? Wie lange ist das her? Weiß ich gerade gar nicht. Das war, glaube ich, gerade in dem Übergang, wo der Name der von TFH zu holt. TFH zu holt. Sagt man noch so. Habe ich auch studiert. War vielleicht ein Jahr davor, oder? Ich weiß nicht.